Ja, direkt wieder zurück im Spiel. Wie gesagt, da ist mir ein bisschen die Festplatte vollgelaufen. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich die Treppe zu Ende bauen in der letzten Folge. Hat jetzt nicht sein sollen. Wir machen jetzt aber einfach weiter. War ja nicht so schlimm, ne? Und viele Treppen haben wir jetzt sowieso nicht mehr. Aber wie gesagt, die hätte ich gerne noch weggehabt. Und jetzt habe ich nämlich dazu auch gelernt beim letzten Mal. Am Ende der letzten Folge haben wir gemerkt, ich muss da unten hingucken. Dann klappt das auch nicht. Nicht wahr? Nicht, nicht, nicht. So. Die Gratis-Kohle hier lassen wir uns dann natürlich nicht entgehen. Außerdem gibt es Erfahrungspunkte. Ich habe mir sowieso überlegt, ob man dann vielleicht später von da oben irgendwie dann auch noch an die Treppe anknüpfen kann, dass das vielleicht im Ganzen irgendwie runterkommt. Boah, hör auf hier zu ruckeln. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen müssen wir noch. Dann müssen wir erstmal die Erde hier wegnehmen. Und dann kommt hier wieder Erde drunter. So quasi als Gerüst. Den muss ich hier aber hinstellen. Damit ich das hier fertig bauen kann. Kann. Kommt gleich wieder weg. Hier muss ja gleich unsere Treppe dran. Genau, und der da stört jetzt auch. Weg mit dir. Und so weiter und so fort. Die Erdblöcke darunter, wie gesagt, die hätten auch aus Stein sein können. Aber ich sage mal, für jetzt reicht es. Und es sieht auch besser aus, wenn einfach so diese Treppe in der Luft schwebt. Ja, viel Treppe ist nicht mehr da. Und wir sind hier ganz schön nah an der Lava. Lava, Lava. Aber wir kommen dem Haus auf jeden Fall schon näher. Das ist auch falsch gebaut. Und die fange ich doch niemals von hier. Muss ich nur aufpassen, dass ich auf der Treppe auch wirklich stehe. Gut, die ist weg. Schade. Schade. Aber mit ein bisschen Glück fallen wir ja auch da irgendwie auf die Steine oder so, wenn wir fallen. Aber im besten Fall fallen wir gar nicht, ne? Fall, Fall, Fall. So, eine Reihe können wir jetzt noch setzen. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Pflasterstein. Ach nein, Bruchstein. Bruchsteintreppen, okay. Ganz klar, wie konnte ich das verwechseln? Und bis hierhin haben wir schon mal was fertig. Jetzt kann ich ja natürlich, wenn ich fuchsig bin, schon mal ein bisschen Pflasterstein wieder sammeln, ne? Hier hingehen. Gut, hoch müssen wir natürlich einmal ringsrum laufen. Aua, Knöchel. Die Reihe hier, die stört auch immens, ne? Gut, dass wir unsere enchantete Spitzhacke haben. Muss nur aufpassen, dass uns sich vielleicht nicht ganz kaputt geht. Da haben wir noch ein bisschen was. Hier, der hier, der sieht auch ganz doof aus. Schade, den habe ich nicht mehr bekommen. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz, hoppla, meinen Fuß da unten rausholen. Ich saß so halb im Schneidersitz auf meinem Stuhl hier. Und da ist mir doch ein bisschen der Fuß eingeschlafen. Kann ja mal passieren, ne? Ja. Entschuldigung, das habe ich halt einfach manchmal. So meine 5 Minuten. Du kannst doch hier gar nicht wachsen. Also lass es. Hier ist aber, muss ich sagen, ein Baum prädestiniert. Ja, habt ihr denn noch Spaß soweit an Minecraft? Zumindest an dem Let's Play hier. Wäre mal ganz nett zu wissen. Und aber ich sehe gerade, wir sind gar nicht weit gekommen, ne? War das jetzt Lava? Ich höre doch hier irgendwo ein Skelett. Ist das unter uns das, was wir kaputt gemacht haben da? Hier drunter muss das doch sein, oder? Ja, es ist hier drunter, Tatsache. Der Rückstoß bei Skelett ist natürlich ganz doof. Aber wir haben noch einen Bogen abgreifen können und ein paar Pfeile wenigstens. Aber ich habe da hier unten drin eine Leuchten drin. Na gut, hier könnte es. Ja, hier war es, denke ich mal, ein bisschen dunkel, weil wir hier zugebaut hatten. Klack.
Und dann hier noch eine, nicht, dass uns die Monster die ganze Zeit auf den Nerv gehen, ne? Jetzt kommen wir hier wieder nicht raus. So, reicht auch, wenn wir das auf der Höhe zuziehen. Können wir auch wieder mit normalem Stein machen. So, ist da wieder Ruhe, ne? Ja, hier noch nicht so ganz. Dahin, ich weiß, ich verschwende gerade ein bisschen den Stein. Was haben wir hier jetzt? Ach so, hier hätte ich das ja abgetrennt. Das lief ja hier so alles rüber, ne? Jetzt auch schon wieder dunkel. Können wir uns hier nochmal so ein bisschen durchhacken. Weiter gerade Fläche schaffen, ne? Denn die eine oder andere Treppe werden wir wohl noch benötigen. Und so wie es aussieht, ja, wird es jetzt dunkel, das hatten wir ja gerade schon. Aber so wie es aussieht, wird das dann hier so enden, wenn wir doch hier so ein kleines Dorf bauen. Ich glaube, das muss jetzt erstmal reichen hier. Na komm, die Reihe machen wir noch. Oh, dann spawnen hier wieder Creeper. Die machen mir doch immer alles kaputt. Dann haben wir da oben unsere Residenz und können hier unten auf das Dorf gucken, ne? So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Jetzt habe ich mir das so vorgestellt. Vorher habe ich mir da noch gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen die Berge noch verbinden, aber haben wir ja bereits mit der Brücke. So. Na, das geht doch gut auf. Haben wir wieder 64 Stück. Das freut mich. Ja genau, ich wollte nochmal gucken. Wenn ich jetzt Bogen mit Bogen repariere, ne? Kriege ich ja noch einen Bogen, aber keinen Enchanted mehr, oder was? Ne, Tatsache, kriege ich nur einen blöden, normalen Bogen. Gut, dann können wir uns den vielleicht mal aufheben. Bevor wir eine Runde schlafen. Schlafen. Man ist halt auch ein bisschen gefährlich mit Skeletten da an dem Abhang und über der Lava und alles, ne? Immer schön die Tür schließen, ne? Sonst vergisst man das. Ja, 64 Treppen, damit. Boah, damit kommen wir auf jeden Fall noch ein Stückchen. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ob ich den jetzt wirklich hier rumführe. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Dann läuft man bis hier, sage ich mal. Warte mal, die kommt noch bestimmt bis da oder so. Und dann hat man es ja schon fast. Und dann kann man hier dann anfangen hochzugehen. Müssen wir gucken, wo wir enden. Ach, wir müssen ja immer wieder komplett rum. Wie gesagt, das Geländer fehlt dann auch noch. Ja, dann Beleuchtung fehlt noch. Wobei, Beleuchtung finde ich ist, glaube ich, am schönsten, wenn wir da Glowstone wirklich tatsächlich nehmen. Wirklich tatsächlich auch vor allen Dingen. Die können wir nämlich auch schön in die Felswand einarbeiten. Das sieht dann, denke ich mal, gar nicht verkehrt aus. Das wird schon schön hier, glaube ich. Gut, die Erde ist jetzt nicht so schön. Da können wir dann vielleicht nochmal einen Stein vorsetzen. Das hier ist auch alles noch nicht so sicher. Können wir gleich mal hier schon mal so ein bisschen anbauen. Auf jeden Fall wird das hier so langsam so ein Aufgang. Wobei wir hier natürlich sagen müssen, Kumpel, du kommst weg. Na komm. Das schafft sie nicht. Aber den noch. Genau, jetzt wird es hier alles ein bisschen brüchiger. Jetzt habe ich natürlich doch keine Erde mehr, ne? Nein. Oh, ich hätte gleich Erde mitnehmen sollen. Ich wusste ja nicht, dass wir so viel Erde wieder auf den Kopf hauen hier. Gut, man könnte es auch anders machen, ne? Aber ich möchte, dass das den soliden Untergrund hat. Von daher mache ich das jetzt so. Ja, dann ist jetzt die Erde alle. Erde alle, ey, das gibt's doch gar nicht. Also in diesem Let's Play gibt es halt echt alles, was es sonst nicht so gibt. Nein! Mann! Kann doch nicht wahr sein. Ach ja. So, prima. Und nun? Und dann? Gut, da können wir im Zweifel vielleicht noch so machen, dass wir jetzt sagen, wir sterben. Sachen! Oh nein! Das schaffe ich doch niemals, oder? Kann ich nicht da vorne so ins Wasser springen? Au! Wasser. Das war knapp. Vor allen Dingen habe ich nicht verstanden, warum wir nicht gleich verbrannt sind.
Auf jeden Fall haben wir es überlebt, glücklicherweise. Sonst wären unsere ganzen enchanteten Sachen und die Spitzhacke und alles weg gewesen. Erde haben wir noch jede Menge. Seelensand könnten wir auch nehmen, okay. Muss ich kurz mal den Schock verarbeiten. Ganz am Ende der Lava, das gibt es doch gar nicht. Genau hier, wo sie einmal sich so trennt. Ich glaube, wir sind da drunter auf den Stein getroffen, ne? Genau, und deswegen haben wir nur gebrannt. Glück im Unglück quasi. Und jetzt mache ich mal, glaube ich, noch ein Unglück und baue mich hier einfach hoch. Also oben angekommen, stelle ich fest, dass ich keine Erde mehr habe. Könnte durchaus vorkommen. Auf jeden Fall muss der hier jetzt weg. Wird verbrennen, nehme ich an. Oder auch nicht. Wieder kriechen. Und aufpassen, dass ich diese blöde Taste jetzt nicht mehr loslasse. Nie wieder soll ich sie loslassen. Dann machen wir das genau so weiter. Never change a running system, ne? Kein bestehendes System verändern. Oh, und nach unten. Jetzt habe ich aber auch hier dolle gefailt wieder bei der Treppe. Aber wie ihr ja wisst, wenn ihr fleißig guckt, faile ich ja des Öfteren gerne mal. Oder ich habe einfach nicht die entsprechenden Minecraft-Skills. Das kann natürlich auch sein. Und da habe ich wieder eine Ecke gebaut. Das wusste ich aber diesmal vorher. Darum habe ich die jetzt auch nochmal aufgefangen. Aber da habe ich mir so gedacht, nein, das wird doch wieder nichts. Nein. Freak, habe ich mir gedacht, was machst du da wieder für einen Mist? Jetzt weiß ich auch, warum ihr das nicht so regelmäßig guckt, das Let's Play, weil es geht einen ja echt auf den Sack, was ich hier so mache, ne? Könnte ich ausflippen! Genau deswegen. Immer wieder neu. Ich nehme es mit Humor, ich hoffe, ihr auch. Und da guck mal. Ich merke das gar nicht. Das ist so einfach. So, jetzt haben wir es aber. Gleich haben wir endlich diese blöde Treppe hinter uns gelassen. Zumindest annähernd so hoch, dass wir sagen können, wir kommen damit jetzt hoch. Wie gesagt, ich bin immer noch 100% konzentriert hier. Es kann jederzeit wieder nach unten gehen. Das haben wir jetzt nun mehrfach festgestellt. Allein beim Treppenbau schon wieder zweimal runtergefallen. Aber es kann halt alles so sein, ne? Ja, und ich wiederhole mich immer wieder, weil ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Sät es mir nach. Am besten ist es, wenn ich die Treppe immer wieder über Eck setze. Das freut den Zuschauer, das freut den Let's Player. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ja, und jetzt, wenn wir noch mal eine Runde, können wir noch eine rückwärts, rückwärts, blub, ein bisschen Rummelfeeling hier mal reinbringen, ne? So habe ich es auch noch nicht gesetzt. Also das muss man mir ja auch mal lassen. Aber ich sag's ja wie immer, ne? Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt immer wieder vormachen, wenn ihr euch den Mist nicht angucken wollt. Weil ich hier ja irgendwie jede letzte Stufe immer genau so hinsetze. Wobei manchmal steckst du da auch einfach nicht drin, warum das so ist. Jetzt würde ich gerne den normalen Stein nochmal nehmen. Hier wieder fast runterfallen. Und hier dann wieder eine Plattform bauen. Wir sind ja aber schon fast unten. So, eine Reihe. Zweite Reihe. Dritte Reihe. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt bis da gemacht habe. Egal. Dann würde ich sagen, hier eine hin. Dort. Dort drüben eine hin. Genau. Und hier können wir jetzt langsam uns durchs Gemüse durchkämpfen. Das weg, das weg, das weg. Hier kann alles so ein bisschen weg. Stört ja noch, doch nur, ne? Nebenbei merkt ihr, ich habe hier einfach jetzt so blöd um die Ecke gebaut, damit ich hier noch ein bisschen Stein sammeln kann. Ist auch gemein von mir, oder? Klack, 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 klack. Klick, klack, klick, klack, 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 klack. So, bis auf welche Höhe wir das jetzt genau machen, weiß ich auch noch nicht. Ich belasse es jetzt erstmal hier bei dieser Höhe. Na komm, machen wir hier noch eine hin.
damit der feine Herr bloß sich irgendwie mal eine Stufe hochgehen muss. Genau, dann muss der hier noch weg. Zumindest bis da. Dass das wieder halbwegs vernünftig aussieht. Hier können wir noch ein paar Treppen mitnehmen. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal von aus der Ferne an. Ja, ist jetzt noch nicht so schön, aber das kommt alles noch, ne? Weil da muss noch ein Geländer dran, dann sieht man die Erde nicht mehr so. Aber da können wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge drum, ne? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet es halbwegs ertragen. Und auf Wiedersehen bei Minecraft. Tschüss!